Morgen, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie man die Hände und das Lenkrad mit ins Game einfügen kann, dann schaut euch mal dieses Tutorial an. Let's go! Als allererstes müssen wir ja unser Lenkrad entfernen. Dazu gehen wir in den Euro Truck Simulator 2 Ordner. Dort geht ihr dann unter Profiles oder Profile und dann geht ihr dann auf euren letzten abgespeicherten Spielstand. Wäre hier in meinem Falle. Dort geht ihr dann wiederum auf Config Local, sehr wichtig. Doppelklick. Und dort geht ihr dann auf R-Steering Wheel. Ja, standardmäßig steht eine 1 drin. Dann ist das Lenkrad aktiviert, beziehungsweise könnt ihr dann sehen. So, jetzt machen wir daraus eine 0 und somit ist das Lenkrad jetzt entfernt. Und ihr könnt dann euer Lenkrad dann im Nachhinein dann draufsetzen. Also, ihr macht aus der 1, macht ihr eine 0 und dann wäre der Drops gelutscht. Umgedreht natürlich, wenn ihr das Ganze nicht mehr haben wollt, ja, und möchtet euer das Lenkrad vom das Originallenkrad wieder benutzen von SCS, vom Truck, vom LKW, ja, dann macht ihr natürlich hier wieder eine 1 rein und speichert das ab. Ja. Wichtiger Hinweis, wie gesagt, das Speichern. Immer danach abspeichern, nicht einfach schließen, sondern abspeichern. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Um das Ganze umsetzen zu können, benötigt ihr natürlich hier so ein Greenscreen-Tuch. Ja, wenn ihr eins habt, okay. Ansonsten kosten so die Tücher ja so circa zwischen 10 und 12 Euro, je nachdem, welche Größe ihr benötigt, ja, und wo ihr das natürlich holt. Und ja, legt das dann über euren Schreibtisch oder wie in meinem Falle, ja, das Cockpit. Ich habe das dann mittig eingeschnitten. Dann mit Klettband habe ich das dann hier dran geklebt. Ja. Dann wieder hier zusammengefügt das Ganze, ja, sodass das so gut wie es geht, ja, alles so abgedeckt ist. Habe auch hier meine Gangschaltung als solches bedeckt zum Teil, bis auf den Schaltknauf. Auch dann eben dann haben benötigt. Wenn ihr den habt, könnt ihr das dann auch so machen. Ansonsten könnt ihr das ja dann ja über Lenkrad dann schalten. Ja, ist ja auch kein Problem. Ja, sodass, wie gesagt, alles soweit gut abgedeckt ist, ist sehr wichtig. Licht ist auch so eine Geschichte, sollte auch gut ja, das Ganze beleuchtet sein. Ja, damit ihr hinterher mit Chroma Key das Ganze auch dann ausblenden könnt. Ja. Ja, soweit, so gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Wäre dann ja mit OBS. Dort habe ich ja die Webcam ja mit am Laufen. Dort dann unter Filtereinstellung gehen wir dann zu Chroma Key und dann können wir das Ganze dann ausblenden. Bei OBS gehe ich mit Rechtsklick auf meine Webcam. Dort gehe ich dann auf Filter, dann gehe ich hier das Pluszeichen dann auf Chroma Key, sage ich hier OK, schon hat das hier bei mir als solches schon alles schon bearbeitet, ja. Ja, feinjustieren, ja, solches. Soweit dann passend ist, ja, so soweit so gut, sage ich jetzt so. Wer ja, soweit dann sauber aus die Geschichte, so, und jetzt gehe ich dann ins Game, positioniere dann das Lenkrad. Im Game jetzt hier angekommen, stelle ich das Ganze hier ein.
mit OBS, das hier auf meinem zweiten Bildschirm drauf. Somit kann ich das dann wunderbar positionieren. So. Okay. Gut aus das Ganze. Und jetzt, haben wir das, was wir haben wollten. Ja. Unser eigenes Lenkrad jetzt im Game mit der Gangschaltung. Und jetzt drehen wir so eine kleine Runde, zu sehen, ob das soweit auch alles klappt. Ich denke mal schon. Wie ihr sehen könnt, hat ja alles soweit gut geklappt. Und ja, ist natürlich ein bisschen fummelig das Ganze, bis es eingestellt ist. Aber dann habt ihr ja letztendlich im ETS 2 und auch im ATS dann hinterher ein bisschen mehr Realismus am Start. Ich finde es eine ganz feine Sache. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, ja, dann könnt ihr das ja gerne mal umsetzen. Und wir sind jetzt hier durch mit diesem Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Träumchen wäre natürlich ein Träumchen. Und hasta la vista. Und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.